Grüezi miteinander. Es ist 12 Uhr. Ich würde vorschlagen, wir starten. Mein Name ist Claudine Erne und ich begrüße Sie im Namen vom Büro Zürich und der Zürcher Kantonalbank zum heutigen Online-Meetup mit Gian-Andrea Pallich und dem Thema Burnout in Zeiten von Homeoffice erkennen, verstehen und vorbeugen. Bevor wir starten, noch ein paar Infos zum Büro Zürich für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind. Das Büro Zürich ist ein Angebot der Zürcher Kantonalbank, welches im Rahmen vom Leistungsauftrag entstand und ein Geschenk an die Bevölkerung von Zürich darstellt. Im Angebot sind unter anderem Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse in Zürich drin. Das sind Arbeitsplätze und Workshop-Räumlichkeiten, regelmäßige Online-Meetups oder auch physische Veranstaltungen, wenn es dann wieder möglich ist, Blogbeiträge und auch unsere Community-Plattform. Noch zum heutigen Meetup. Sie haben gesehen, das Meeting wird aufgezeichnet. Wir sind Ihnen also nicht böse, wenn Sie die Kamera ausgeschaltet lassen. Fragen können während dem ganzen Meetup im Chat gestellt werden und werden dann im Anschluss bei der Q&A beantwortet. Und nun möchte ich gerne Gian-Andrea das Wort übergeben und freue mich sehr über das Referat mit dem brandaktuellen Thema. Ja, vielen Dank, Claudine, für die Organisation und die Einladung. Willkommen auch meinerseits an die 56 Teilnehmer bis jetzt. Bezüglich Aufnahme per Zoom, mein Zoom-Account sagt gerade, dass nur Claudine, Livia, die zweite Co-Host der ZKB und ich selbst aufgezeichnet werden. Also vom Datenschutz her sollte alles in Ordnung sein. Ich werde gleich meinen Bildschirm teilen, damit ihr auch meine Folien seht. Die werden nach dem heutigen Vortrag auch zur Verfügung gestellt. Ihr werdet sie also bekommen und auch nachschauen müssen. Das heißt, kein Grund, um Notizen zu nehmen oder Screenshot zu machen. Ihr bekommt alles. Mal schauen, ob das so klappt. Claudine, kannst du mir vielleicht kurz bestätigen? Sieht man auch bei dir die Folien? Ja, funktioniert bestens. Super. Dann würde ich starten und ich würde kurz mich selbst vorstellen. Mein Name ist Gian-Andrea Pallich. Vom Tessin kommend habe ich in Zürich an der Universität Zürich Psychologie studiert, zuerst ein Bachelor, dann ein Master. Ich durfte dann 4 Jahre für die Privatklinik Meiringen in der spezialisierten Burnout-Station arbeiten, wo ich ungefähr 200 stationäre Patienten behandeln durfte. Parallel hatte ich die Gelegenheit, an der Universität Bern mein Doktorat zu machen, auch mit dem Fokus Stress und Burnout. Seit mittlerweile 2 Jahren bin ich wieder an der Universität Zürich als Oberassistent und auch selbstständig in eigener Praxis. Parallel gebe ich gerne Workshop-Vorträge und versuche ein bisschen Prävention zu machen für diesen sehr wichtigen Thema. Und darum hat es mich umso mehr gefreut, da eingeladen zu werden. Um was geht es heute? Es geht in der nächsten halben Stunde um Burnout. Und zwar, was ist Burnout? Wie sieht die Prävalenz von Burnout in der Schweiz aus? Wie kann man vielleicht Burnout früher erkennen und Prävention machen? Und was wird da bezüglich Homeoffice empfohlen, was eine Neuentwicklung ist vom letzten Jahr? Burnout ist sehr klar definiert oder wird sehr klar von der DGPPN, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, definiert, und zwar als Risikozustand. Das seht ihr da in Orange vermerkt, also ein Risikozustand, der entstehen kann, wenn man über längere Zeit hinweg eine gewisse Arbeitsüberforderung oder generell eine Überforderung erlebt. Das ist noch keine Krankheit, das ist auch noch keine Diagnose. Man kann spontan und automatisch in eine Regenerationsphase gehen. Das seht ihr da in grün. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man in die Ferien geht oder ein Sabbatical nimmt oder den eigenen Pensum reduziert.
Der Risiko ist aber, wenn man zu lange in diesem Burnout-Risikozustand bleibt, dass man sogenannte Folgekrankheiten, also Diagnosen entwickelt, wie eine Depression, eine Angsterkrankung und so weiter und so fort. In Blau seht ihr mögliche somatische Erkrankungen, die da auch einen Einfluss auf diesen Prozess haben können. Stellt sich nur die Frage, ja, wenn diesen Burnout so klar definiert wird, warum sagt man immer wieder, das ist eine Modediagnose, das ist eine Diagnose für CEOs? Der Grund ist diesen kleinen Büchlein, das ist das ICD-10, das ist etwas so groß und beinhaltet alle Diagnosen der Psychologie und Psychiatrie. Und in diesem kleinen Büchlein ist Burnout effektiv als Zusatzdiagnose vermerkt, also sogenannte Z-Diagnose. Das heißt das konkret, dass keine Krankenkasse dafür zahlt. Man braucht wie eine Hauptdiagnose. In der Praxis führt das dazu, dass Menschen, die unter Burnout leiden, häufig mit einer Depression diagnostiziert werden. Die Folgefrage ist dann, ja, braucht es denn Burnout wirklich? Würde nicht die Depression genügen? Rein vom Diagnostischen her, ja. Aber im klinischen Alltag sind da doch zwei, drei große Unterschiede wahrzunehmen. Wer unter Burnout leidet, hat meistens sehr nachvollziehbare Probleme. Also man versteht, warum diese Person am Leiden ist. Stress im Büro. Es wurden Leute gekündigt und man muss mehr arbeiten. Viele Stunden, Nachtschichten. Diese Menschen kämpfen auch meistens, zumindest am Anfang, und haben als Leitemotionen Wut und Angst. Diese Menschen haben auch die Tendenz, die eigenen Kräfte zu überschätzen. Das durften wir in der Klinik mehrmals erleben. Das sind auch Menschen, die kommen und das Gefühl haben, doch, ein, zwei Wochen Klinik und dann ist es gut. Das ist leider bei Burnout nicht der Fall. Ich werde auch erklären, warum. Menschen, die unter einer Depression leiden, haben häufig, nicht ganz immer, aber häufig Probleme, die man nicht ganz nachvollziehen kann. Man spürt diesen großes Leiden, aber nicht immer kann man greifen, warum das so ist. Diese Menschen haben auch früher resigniert. Die Leitemotionen sind Trauer und Melancholie und häufig unterschätzen sie ihre Kräfte. Im Endstadium ist es aber so, dass sich Burnout und Depressionen symptomatisch, also von den Symptomen, die man beobachten kann, nicht mehr unterscheiden. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Video zeigen, um zu versuchen zu erklären, was Stress und Burnout miteinander zu tun haben. Und zwar ist mein Ziel, mal schauen, ob ich da das so einrichten kann, zu vermitteln, dass Stress etwas sehr Natürliches ist, was wir vor Millionen von Jahren entwickelt haben und uns am Leben hält, aber chronischer Stress, also nicht regelmäßig mit guter Coping-Strategie abbauter Stress, das Problem ist. Das Video geht circa 2 Minuten. Ich hoffe, es klappt mit dem Audio. Falls das nicht der Fall sein sollte, ich habe in meiner Präsentation den Link hinzugefügt. Jeder kann es für sich in aller Ruhe auch nach dem heutigen Vortrag anschauen. Die Reaktion unseres Körpers auf Stress ist ein uralter Mechanismus. Er trieb schon von mehr als 1 Million Jahren unsere Urahnen an. Für sie war es die Grundlage, um zu überleben, wenn sie bedroht waren. Als Antwort auf einen Stressimpuls befiehlt das Emotionszentrum dem Körper, Stresshormone produzieren. Ein ganzer Hormoncocktail wird von der Nebennierenrinde ausgeschüttet, vor allem Adrenalin und Cortisol. Als Folge steigen Blutdruck und Puls. Blut strömt in die Muskulatur von Armen und Beinen. Unnötige Energieverbraucher wie die Verdauung werden heruntergefahren. Die Schmerzempfindlichkeit herabgesetzt. All das dient einem Ziel, die Bedrohung zu meistern, entweder durch Flucht oder durch Kampf. War die Herausforderung bewältigt, dann reagierte der Körper auch schon vor Urzeiten mit Entspannung. Eine zentrale Rolle spielt dabei der sogenannte Hippocampus im Gehirn, der den Körper anweist, die Flut der Hormone zu zügeln. Als ein Abbauprodukt entsteht körpereigenes Morphium. Der Mensch fühlt sich wohl. Und das Belohnungszentrum in seinem Gehirn registriert, alles richtig gemacht. Beim modernen Menschen sind noch die gleichen biochemischen Prozesse am Werk.
Doch Stressforscher beobachten mit Sorge, was Zeit- und Leistungsdruck, Angst um den Arbeitsplatz und Reizüberflutung in unserem Körper bewirken. Bei vielen von uns reiht sich Stressreiz an Stressreiz, gepaart mit Ängsten und Sorgen um die Zukunft. Mediziner finden erhöhte Pegel von Stresshormonen, die nicht mehr richtig abgebaut werden. Eine Folge? Nervenzellen bilden sich ausgerechnet im Hippocampus zurück, der bei Gesunden die Entspannung einläutet. Die Mediziner finden immer mehr Indizien dafür, dass die eigentlich nützlichen Stresshormone uns krank machen. Sie lösen Herzkrankheiten und Depressionen aus und schwächen das Immunsystem. In immer mehr Studien zu Diabetes, Arthritis und sogar Krebs belegen Forscher den schädigenden Einfluss von Stress. Deshalb raten sie, den Stresskreislauf so früh wie möglich zu unterbrechen, Wege zur Entspannung zu finden, sich zu bewegen. Damit knüpfen wir genau an unser evolutionäres Erbe an. Denn schon bei unseren Vorfahren gehörten Stress und Entspannung zusammen. Was muss man von diesem Video mitnehmen? Mitnehmen sollte man, dass Stress, wie gesagt, ganz natürlich ist und der einzige Problem, diese Disbalance ist zwischen Stressoren oder langfristiger chronischer Stress und die eigene Ressource. Also von der Evolution her sind wir so gemacht, dass wir Stress erleben können, dies aber dann auch abbauen sollten. Und da kann man sich wie eine Waage vorstellen. Auf der einen Seite haben wir unterschiedliche Stressoren, die Arbeit, vielleicht eine angespannte Partnerschaft, die Familie, einen unangenehmen Chef, ein Todesfall, chronische Schmerzen. Und auf der anderen Seite haben wir diverse Ressourcen, die das ausgleichen sollten. Stress per se ist nicht krankmachend, solange wir diese Ressourcen aktiv haben. Das Problem entsteht, wenn die mit der Zeit verschwinden, weil wir keine Zeit dafür haben oder wir keine Zeit uns dafür nehmen, dann entsteht eine Disbalance, die diesen ganzen System in einen Ungleichgewicht setzt. Das ist langfristig möglicherweise krank macht. Wie sieht es in der Schweiz aus? Es ist gar nicht so einfach, gute Zahlen zu finden, obwohl man meinen könnte, dass Burnout überall ist und die ganze Zeit darüber gesprochen wird. Eine der spannendsten Studien meiner Sicht ist die Job Stress Index Studie, die im 2-, 3-, 4 Jahrestakt publiziert wird und versucht zu erfassen, wie diese Balance, diese Waage, die ich vorher gezeigt habe, bei dieser Stichprobe aussieht. Und man sieht da relativ klar 2018, dass fast ein Drittel der Befragten angibt, dass die Ressourcen weniger sind als die Belastung. Also diese Waage nicht im Gleichgewicht ist. Potenziell sind das Menschen, die langfristig Burnout-Symptome, also zuerst einen Burnout-Zustand mit Symptomen entwickeln könnten. Und wenn das nicht früh genug erkannt wird, auch eine Folgediagnose. Interessant finde ich auch, man muss nicht immer über Geld sprechen, aber gerade in diesem Fall finde ich es doch ein guten Verkaufsargument für Burnout-Präventionsmaßnahmen. Die SECO schätzt, dass mindestens 7,8 Milliarden Franken pro Jahr nur an Kosten entstehen wegen Stress und Burnout. Das ist eine riesige Summe. Wie kommt man überhaupt auf eine solche Summe? Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, wenn man sich ein kleines Team vorstellt, wo unterschiedliche Menschen am Arbeiten sind und jemand einen Burnout entwickeln, krankgeschrieben wird, dann ist es meistens so, dass die Teamkollegen diese Arbeit machen müssen, während diese Person einen Prozess durchmacht, der über mehrere Wochen, Monate, teilweise Jahre geht. Diese Person wird zuerst krankgeschrieben sein, je nachdem in einer Klinik gehen, für einige Wochen zurückkommen, nicht sofort 100% arbeiten können, je nachdem selbst kündigen oder gekündigt werden. Das verursacht natürlich immense Kosten und häufig auch einen Ketteneffekt, wo schnell mal eine zweite, eine dritte Person erkrankt. Wie kann man das vermeiden? Durch die Früherkennung, und zwar
kann man sich das so vorstellen und das macht es genauso schwer, früh zu erkennen, diesen Burnout und diese Symptome, wie einen Prozess. Man hat am Anfang wie Warnsymptome in der Anfangsphase. Einen überhöhten Energieeinsatz, eine gewisse Erschöpfung. Man kommt dann häufig in einen zweiten Zustand, wo der Engagement reduziert ist, die Konzentration abnimmt. Das ist auch ein Moment, wo häufig so ein kleiner Teufelskreis entsteht. Wenn man sich weniger konzentrieren kann, macht man automatisch und häufig Überstunden, ist am Abend entsprechend müder, pflegt die eigenen Ressourcen weniger. In der dritten Phase hat man schon eine emotionale Reaktion, leichte Depressionen, Reizbarkeit, Aggressivität. In einer vierten Phase spricht man da von einer Abnahme von geistigen Fähigkeiten, Motivation, die Kreativität nimmt ab. In einer fünften Phase von einer Verflachung vom emotionalen, sozialen Leben, stärkere Depressivität. Es kommen dann psychosomatische Reaktionen dazu, Spannung, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magenprobleme. Spätestens da gehen viele Menschen zum Hausarzt. Der Hausarzt hat häufig leider nur begrenzt Zeit und verschreibt Medikamente, die zwar diese Symptome bekämpfen sollten, aber nicht die Ursache beheben. Spätestens in der siebten Phase, da sind wir schon in einer klinischen Depression, wo man wirklich negative Lebenseinstellung hat, starke Depressivität bis zu Suizidalität. Das ist jetzt ein möglicher Modell dieses Prozesses nach Hurisch, einer der Hauptforscher und Experte von Burnout im deutschsprachigen Raum. Je nachdem, welche Experte man da nimmt, findet man Modelle mit 5 oder 9 Phasen. Das spielt jetzt, glaube ich, gar keine Rolle. Es ist wichtig mitzunehmen, das ist ein Prozess, der aus unterschiedlichen Phasen besteht und das macht es genau so schwer, es früh zu erkennen. Die wenigsten gehen gesund am Sonntagabend im Bett und wachen am Montag mit einem Burnout-Zustand auf. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Symptome, die mit Burnout assoziiert werden können, nicht abschalten können, grübeln, sozialer Rückzug, erhöhter Alkoholkonsum, Gefühl der Leere, Verlust von Empathie und so weiter und so weiter. Ich habe extra möglichst viele Symptome aufgeschrieben. Es ist nicht so, dass jeder Mensch alle erleben muss in einem Burnout-Risikozustand, aber es ist häufig so, dass eins oder mehrere von diesen Symptomen auftauchen. Wenn ihr jetzt diese Symptome anschaut, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, was die Schwierigkeit ist. Und zwar, die meisten Symptome sind eigentlich bekannt. Also eine gewisse innere Unruhe oder Reizbarkeit oder Schlafprobleme, das kennen wir alle, das haben wir alle auch schon erlebt. Das Problem entsteht nicht beim einzelnen Symptom oder einmaligen einzelnen Symptom, sondern in der Dauer und Frequenz. Also falls eins oder mehrere von diesen Symptomen häufiger auftreten, ist das sicherlich ein guter Hinweis, um das ernst zu nehmen, sich vielleicht selbst Gedanken zu machen oder vielleicht mit einem Spezialisten anzuschauen. Was sagen Menschen, die einen Burnout entwickeln haben? Ich finde diese Sätze auch sehr wichtig, um zu verstehen, wie man sich in einem solchen Moment fühlt. Sie sagen, ich habe einfach funktioniert und funktioniert. Also dieses Gefühl, am Freitagabend anzukommen und das Wochenende zu benötigen, um sich irgendwie zu erholen, um am Montag wieder funktionieren zu müssen. Um runterzufahren, brauchte ich immer mehr Wein. Sonst konnte ich gar nicht einschlafen. Also die Einführung von Weinkonsum oder sonst Substanzen, um überhaupt weiter funktionieren zu können. Rückblickend habe ich die Warnzeichen von meinem Körper ignoriert. Das ist auch relativ häufig zu hören. Der Körper meldet sich häufig und viele Menschen ignorieren dieses Signal oder interpretieren sie falsch. Ich konnte in der Nacht nicht mehr schlafen. Ich war am Abend meistens reizbar, also diese Reizbarkeit im Vordergrund. Ich hatte viel Migräne, Kopfweh, also wieder der Körper, der reagiert.
Erst als ich beim Autofahren eingeschlafen bin, habe ich mich entschieden, etwas zu unternehmen. Das war effektiv ein Klient, den ich begleiten durfte. Das war für ihn die Alarmglocke. Und spätestens da, bei einer Panikattacke, ich habe gedacht, ich schaffe es. Dann habe ich eine Panikattacke während einer Sitzung gehabt. Spätestens da kann man den eigenen Körper, den eigenen psychischen Zustand, der mit dem Körper zu tun hat, nicht mehr ignorieren. Das war ein zweiter Input, um Burnout als Risikozustand früh genug zu erkennen, entsprechend etwas im eigenen Leben versuchen zu ändern, um nicht zu lange in diesem Risikozustand zu bleiben. Es gibt jetzt eine Reihe psychologischer Empfehlungen, die man folgen kann, um gar nicht in diesen Zustand zu kommen oder eben, wenn man in diesem Zustand ist, um wieder rauszukommen. Und zwar sind sie gar nicht so geheim. Also die meisten von Ihnen werden diese Punkte auch schon kennen, zum Beispiel ausreichend schlafen, 7 bis 8 Stunden pro Nacht. Es gibt einige Menschen, die das Gefühl haben, sie brauchen viel weniger Stunden. Die Forschung hat klar zeigen können, dass das wirklich vereinzelte Ausnahmen sind. Die meisten Menschen brauchen 7 bis 8 Stunden. Man kann ein bisschen kompensieren, also während der Woche ein bisschen weniger, 6, 6,5 und am Wochenende ein bisschen mehr, 9. Aber man kann nicht überkompensieren. Und ein langfristiger, reduzierter Schlaf hat Folgen auf die Gesundheit. Die körperliche Gesundheit, also genug Bewegung, eine gesunde Ernährung, auch da man erwartet vom eigenen Körper, vom eigenen Geist, dass er 365 Tage pro Jahr fit ist und bereit zum Einsatz ist. Man muss natürlich auch die richtige Benzin einführen, die richtige Ernährung. Wichtige Beziehungen, Leben und Pflegen, das sage ich nicht als Fachperson, sondern das sagen ganz viele Studien, die zeigen konnten, dass Menschen mit einem intakten sozialen Netzwerk Stress weniger erleben oder weniger intensiv erleben als Menschen, die den eigenen sozialen Netzwerk vernachlässigt haben. Weiter kann man darauf achten, Selbstreflexion und Achtsamkeit im Alltag einfließen zu lassen und natürlich eine sinnerfüllte Arbeit. Also sich in regelmäßige Abstände vielleicht fragen, was mache ich da eigentlich? Wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Wie ihr das da sehen könnt, sind das 5 Punkte, die einigermaßen bekannt sind. Erstaunlich war für mich immer wieder und ist es immer wieder auch in eigener Praxis zu merken, wie diese 5 Punkte schnell untergehen können. Wie der Schlaf oder die Ernährung oder die Bewegung schnell an 2., 3., 10. Stelle hinabrutschen und wirklich über längere Zeitperioden vernachlässigt werden. Das kann diesen Burnout-Prozess, diesen Burnout-Risikozustand natürlich verstärken. Ich komme jetzt zum Wichtigsten heute, und zwar dieses komische Jahr, den wir hinter uns haben und vielleicht noch eine gewisse Phase vor uns, ein Jahr, der von dieser Corona-Pandemie geprägt wurde, von ganz schnellen Veränderungen in unserem Leben. Vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich diesen Vortrag live halten dürfen an der ZKB. Heute sind wir alle da per Zoom, als ob das ganz normal wäre. Und die Forschung, die Wissenschaftler haben sich ab dem ersten Tag gefragt, was für Auswirkungen wird das auf unsere Gesellschaft haben? Und die psychologische, psychotherapeutische Forschung natürlich, was für psychische Auswirkungen wird das auf unsere Gesellschaft haben? Und jetzt sind ganz viele Studien rausgekommen, aber die eine, die die Universität Basel kürzlich publiziert hat und immer noch am Laufen ist, die klar zeigen konnte, dass die Hälfte der Menschen gestresster als vor der Corona-Krise ist. Also diesen Effekt, diesen kurzfristigen Effekt, die vielleicht ein paar hatten, oh, ich muss nicht mehr hin und her pendeln, cool, ich kann bis 7:45 schlafen und 8:00 anfangen zu arbeiten, das scheint ein Effekt zu sein, die wenigsten denn langfristig gespürt haben. Die Studie konnte auch zeigen, dass 57% der Menschen, die bereits unter Depressionen gelitten haben, eine Verstärkung der Symptomatik hatte.
Die Depressionen haben sich verdreifacht von 3,4 auf 9,1. Und da muss ich auch sagen, als Praktiker, als Psychotherapeut in eigener Praxis, nehme ich das wahr. Das ist so, ich habe viel mehr Anfragen von Menschen, die da depressive Symptome oder auch andere Symptome entwickelt haben. Interessanterweise gibt es etwa ein Viertel, der sogar weniger gestresst ist, und etwa ein Viertel, der keine Unterschiede berichtet. Also doch etwa eine Hälfte der Befragten, die da gut unterwegs ist in dieser komischen Situation. Die ganze Studie oder die Resultate, die ich gerade berichtet habe, sind unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion und Bildung. Und die Studie macht etwas Schönes. Sie versuchen herauszufinden, was da nötig wäre, um gegen diesen Stress zu kämpfen. Und sie erkennen da zwei, drei wichtige Aspekte. Die körperliche Betätigung, also sowohl die intensive, zum Beispiel Joggen, als auch die leichte, zum Beispiel einen lockeren Spaziergang. Als zweiter Faktor, sich vermehrt mit den eigenen Hobby oder Projekten auseinandersetzen und ganz wichtig, selten Corona-News konsumieren. Das war wahrscheinlich am Anfang für uns alle ein großes Thema, diesen Tagesschau, diese mehrere Tagesschau- und Pressekonferenzen vom BAG anzuschauen. Ich glaube, die meisten von uns haben automatisch ein bisschen einen Umgang damit gefunden. Aber das wird effektiv auch von der Studie empfohlen. Die Menschen, die weniger Corona-News konsumieren, haben effektiv weniger Symptome und weniger Stress. Konkret möchte ich noch zwei, drei Empfehlungen geben für diejenigen von uns, die teilweise oder vielleicht sogar ganz im Homeoffice sind, seit mehr als einem Jahr und vielleicht weiterhin sein werden. Das ist ja noch alles offen, wie werden sich unsere Firmen entwickeln, was für ein Arbeitssetting wird in der Zukunft der Fall sein. Die Empfehlungen sind da klar, man sollte klare Arbeitszeiten vereinbaren, eigentlich genauso wie im Büro, diese 8 bis 12 und 13 bis 17 oder wie auch immer, dass man das versucht auch zu Hause einzuhalten. Ganz schlecht wäre das Umgekehrte, also am Abend, nach dem Abendessen vielleicht noch am Computer hocken, zwei, drei E-Mail bearbeiten. Das ist eher etwas, was Stress auslöst und vor allem diesen chronischen Stress, den ich vorher versucht habe zu vermitteln, den im Video schön erklärt. Ganz wichtig, versuchen Sie sich eine richtige Arbeitsbedienung zu schaffen, einen Tisch für die Arbeit oder vielleicht sogar einen abschließbaren Tisch, wo man den Computer versorgen kann. Im Idealfall sogar einen Raum für diejenigen, die ein bisschen größere Räumlichkeiten haben, im Versuch, das wirklich zu trennen. Versuchen Sie, bestimmte Abläufe zu entwickeln oder zu behalten. Die Tendenz oder die Versuchung ist groß, vom Bett vor dem Computer zu gehen und etwa 30 Sekunden Arbeitsweg zu haben. Wir konnten zeigen, oder diese Studien konnten auch zeigen, dass es nicht so gut ist. Es wäre sehr sinnvoll und viel sinnvoller, wirklich vielleicht auch rauszugehen, kurz um den Block zu laufen oder vielleicht sogar ein bisschen länger, um diesen Ablauf zu haben, ich gehe zur Arbeit. Und genau das Gleiche am Abend, um da wirklich ein bisschen eine Struktur hineinzubringen. Ja, die Arbeitskleidung tragen auch zu Hause, auch da ist die Versuchung groß, im Pyjama vor dem Computer zu hocken oder vielleicht nur mit einem Hemd und unten dran Trainerhose. Unsere Psyche funktioniert teilweise sehr einfach. Wir konditionieren uns in den Jahren und natürlich ist eine Arbeitskleidung auch etwas, was unserem Gehirn entsprechend aktiviert. Er weiß, okay, jetzt wird gearbeitet. Umgekehrt, wenn die Arbeitskleidung nicht mehr da ist und man in Trainerhose auf dem Sofa sitzt, hat das Gehirn das Gefühl, okay, jetzt ist die Arbeit fertig. Und wenn diese zwei Sachen vermischt werden, ist es für unsere Psyche und unseren Stress nicht gut. Ich mache weiter. Versuchen Sie, Unterbrechungen, kleine Pause bewusst zu nutzen.
jetzt fängt wieder den Frühling an, gehen Sie raus über den Mittag, auch wenn Sie den ganzen Tag zu Hause arbeiten, gehen Sie in einen Park, nehmen Sie das Essen mit, aber gehen Sie in einen Park, versuchen Sie das zu machen, was Sie auch normal bei der Arbeit gemacht haben. Das ist ja in den meisten Fällen so gewesen, dass man zusammen eine Mittagspause gemacht hat, irgendwo in ein Restaurant oder draußen gegangen ist. Das ist sehr wichtig, diese Pause bewusst zu machen, auch weg vom Computer. Versuchen Sie, in Kontakt zu bleiben mit Arbeitskollegen und Freunden. Was heißt das? Wir alle haben, glaube ich, langsam genug vom Zoom, aber auch einen Zoom-Feierabend-Bier könnte natürlich eine Möglichkeit sein. Jetzt darf man sich wieder 10 oder, glaube ich, sogar 15 Leute dürfen sich im Privaten treffen. Das wäre sicher sinnvoll, mit einer gewissen Regelmäßigkeit Arbeitskollegen und Freunde so zu treffen. Was ihr sicher auch beobachten durftet in den letzten Monaten, ist, dass dieses Zoom-Format etwas, ja, es wird alles sehr effizient denn gemacht. Die Leute loggen sich in Zoom 30 Sekunden vor dem Meeting ein und gehen eine Minute später, nachdem es fertig geworden ist, raus. Und diesen sozialen Aspekt, den wir vom echten Leben kennen, das geht ein bisschen verloren und das ist genau sehr wichtig, um Stress abzubauen. Versuchen Sie klar zu kommunizieren mit Arbeitskollegen und Führungskräften. Was sind die Ziele? Was sind die Schwierigkeiten? Wann bin ich erreichbar? Wann bin ich nicht erreichbar? Ganz wichtig, schalten Sie nach der Arbeit ab. Ich habe es vorher schon angedeutet. Versuchen Sie sogar wirklich physisch mit einem Ritual abzuschalten. Im Büro ist es häufig den Computer herunterfahren, den eigenen Desk ein bisschen aufzuräumen, die Tür zu schließen. Zu Hause können ähnliche Rituale eingeführt werden, was sehr wichtig ist. Und nicht vergessen, versuchen Sie, die Vorteile zu entdecken vom Homeoffice. Das hilft natürlich auch, den Stress abzubauen. Ich möchte gegen Schluss vom heutigen Vortrag noch zwei wichtige Stichwörter und zwei konkreten Strategien, um Stress unabhängig vom Homeoffice abzubauen, hineinfließen lassen. Der erste Stichwort ist Achtsamkeit. Achtsamkeit und Meditation. Was ist das? Die Achtsamkeit ist nichts anderes als die Wahrnehmung vom Moment, der Gegenwart. Die Menschen haben in der Entwicklung eine spannende Fähigkeit entwickelt. Und zwar denken wir sehr viel an die Zukunft und die Vergangenheit. Das hat den Vorteil gehabt, dass wir so auf den Mond gehen konnten. Das hat den kleinen Nachteil, dass wir häufig, ich mache jetzt ein konkretes Beispiel, beim Mittagessen schon an der nächste Sitzung denken und noch an der mühsame Sitzung vom Vormittag. Das führt natürlich rein von der Stressreaktion zu Stress und zu weniger Achtsamkeit, also weniger Wahrnehmung vom Moment. Was man versuchen sollte, ist der Moment sehr bewusst wahrzunehmen, ohne es zu beurteilen. Und da konnten die Forscher und die Forschung sehr spannende Sachen zeigen. Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, das üben, haben generell weniger Stress, weniger Burnout und sind glücklicher. Also das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Diese Menschen sind tendenziell glücklicher und haben mehr Wohlbefinden. In der Literatur von meinem Vortrag werde ich 2, 3 Links angeben für diejenigen, die diesen Thema vertiefen möchten. Stichwörter sind Achtsamkeit, Achtsamkeitskurse, die gibt es auch, oder MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction Kurse, aber ihr findet alles in der Literatur. Die letzte konkrete Strategie, die ich an dieser Stelle vermitteln möchte, mit dem Stichwort richtig atmen, ist eine Atemtechnik, die sogenannte Box Breathing Technik. Man konnte zeigen, dass Menschen, die sehr gestresst sind, die Tendenz haben, falsch zu atmen. Die Tendenz ist die man sehr, also man atmet dann sehr oberflächlich. Das aktiviert wiederum der Sympathikus, also diesen Fight-or-Flight-System, den wir haben. Und spannend für uns ist natürlich, dass wir auch dagegen steuern können mit der richtigen Atmung.
Es gibt Tausende von Atemtechniken, es gibt auch Atemtherapeuten. Ich möchte an dieser Stelle die sogenannte Box-Breathing-Technik vermitteln. Die kommt aus dem Yoga und wird unter anderem der Navy SEALs, also die Spezialeinheit der USA, vermittelt als Entspannungstechnik in sehr stressreiche Situationen. Also in akuten Stress, im Prinzip im Krieg, wird diese Technik als Entspannungstechnik vermittelt, wo man wirklich den ganzen System runterfahren kann, wo man den Stress abbauen kann. Diese Technik ist sehr einfach. Wir werden jetzt auch einen Durchlauf zusammen machen. Die heißt Box Breathing, weil sie mit einem Viereck sich gemerkt werden kann. Man kann es sich so vorstellen, dass man 4 Sekunden oder Einheiten von der Nase einatmen sollte. Dann kann man 4 Einheiten oder Sekunden, manchmal sind 4 Sekunden zu viel oder zu wenig für jemanden, aber dann sollte man für 4 Sekunden die Luft anhalten. Man sollte dann für 4 Sekunden wieder ausatmen und dann wieder anatmen. Das mindestens 4-mal, das machen wir jetzt gleich. Vielleicht eine kleine Bemerkung vorher. Die ganze Atemtechnikenwelt ist sehr spannend und es geht primär darum, mal bewusst zu atmen. Wenn es nicht gehen sollte, durch die Nase zu atmen, kann man es natürlich auch durch den Mund machen. Richtig wäre aber die Atmung in diesem Fall durch die Nase. Also wenn es irgendwie geht, lade ich Sie ein, das so zu probieren. Ich werde die Übung kurz anleiten. Bitte nehmen Sie auf dem Stuhl ganz bequem Platz, vielleicht die Hände auf die Beine. Sie können gerne die Augen zumachen. Ich sehe Sie sowieso nicht. Das hilft manchmal, sich ein bisschen mehr auf die Atemübung drauf einlassen. Wir starten jetzt mit Einatmen. 2, 3, 4. Anhalten. 2, 3, 4. Ausatmen. 2, 3, 4. Anhalten. 2, 3, 4. Einatmen. 2, 3, 4. Anhalten. 2, 3, 4. Ausatmen. 2, 3, 4. Anhalten. 2, 3, 4. Einatmen. 2, 3, 4. Anhalten. 2, 3, 4. Ausatmen. 2, 3, 4. Anhalten. 2, 3, 4. Einatmen. 2, 3, 4. Anhalten. 2, 3, 4. Ausatmen. 2, 3, 4. Anhalten. 2, 3, 4. Und jetzt wieder ganz normal atmen. Diese Atemtechnik, die Sie auch in der Literatur finden werden, hat im Prinzip keine Nebenwirkungen. Wenn man sie zum ersten Mal macht, kann es sein, dass es einem ein bisschen schwindelig wird, aber ist sehr selten der Fall und sonst hat es wirklich keine Nebenwirkungen. Man kann sie auch sehr lange machen. Die Experten sagen mindestens 4-mal, dann haben wir ein bisschen 4 von alles, ein 4-Eck, 4 Sekunden und mindestens 4-mal. Man kann sie aber auch gut 10, 20 oder 100-mal hintereinander machen oder noch besser, mehrmals pro Tag. Immer wenn man merkt, ich bin jetzt ein bisschen gestresst oder der nächste Gespräch stresst mich in der Vorstellung, dass man sich wieder bewusst auf die Atmung fokussiert, wieder den Parasympathikus, also die Entspannung von unserem Körper, aktiviert und so sich selbst eigentlich reguliert. Wir sind an dieser Stelle schon durch. Es ist ungefähr 20 vor 1. Ich stehe sehr gerne für Fragen, Bemerkungen und Wünsche zur Verfügung, würde mir aber an dieser Stelle auch erlauben, den Sharing Screen zu stoppen.
Wie gesagt, alle Folien werden Sie bekommen und sind zur Verfügung gestellt, sowie auch ganz viel Literatur, die ich da zusammengestellt habe, und unterschiedliche Links, Empfehlungen für das Homeoffice, die Swiss Corona Stress Study, die ich zitiert habe, ein TED-Talk über Atemtechniken und das Video, den ich vorher gezeigt habe. Mal ganz herzlichen Dank, Gianandrea, für dieses super spannende Referat. Ich habe auch selbst sehr viel wieder gelernt. Und wir werden dann im Anschluss auch die Präsentation mit dem Feedback an alle Anwesenden versenden. Super. Ich bedanke mich bei dir, Claudine, und bei Livia für die Organisation und die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht. Schön auch zu sehen, dass so viele sich angemeldet und eingeloggt haben. Ich freue mich immer wieder, diesen Thema ein bisschen bekannter machen zu können, und wünsche allen eine sehr achtsame und entspannte und sonnige, in Zürich zumindest, Nachmittag. Herzlichen Dank, Gianandrea. Es bedanken sich ganz viele im Chat für den guten Vortrag.